So, und da sind wir wieder. Nach einer kleinen Aufnahmepause haben wir uns alle wieder hier eingefunden, haben alle Unklarheiten beseitigt. Und ich habe mir mal über das Vermächtnissystem was gegönnt. Und zwar einen Einsatzreparatur-Druiden, den ich jetzt einfach setzen kann und bei dem ich verkaufen kann. Also nicht nur ich, sondern noch alle um mich rum. Und einen Feldpostwacht-Druiden. Die sind einfach nur meiner Faulheit geschuldet, da ich sehr ungern warte. So, jetzt müssen wir hier drüben auch mal ein bisschen aufräumen, fällt mir gerade auf. Wir denn hier noch Zirnen? Das kann hier. Oh. So sieht das doch besser aus. Gut, und dann würde ich sagen, mach mal los mit der ersten Mission vom Krieger weiter. Als ich dich in den Tempel der dunklen Seite geschickt habe, den Brecher zu holen, dachte ich hätte dich zum letzten Mal gesehen, mein Schüler. Der Gefangene wird immer schwächer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tritt zurück und sieh zu. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich werde nichts. Der Brecher hat seinen Geist gewonnen. Ausgezeichnet. In seinem Zustand bleibt nicht viel Zeit, bis die Qual sein Hirn zum Schmelzen bringt. Ich hoffe, die Ergebnisse sind blutig und grausam. Der Anblick ist mir egal, solange ich höre, was ich will. Republikanischer Wurm, du hast die Information, die ich verlange. Sag mir alles! Ich bin vom Informationsdienst der Republik auf spezieller Mission, um einen möglichen imperialen Spion auf Nar Shaddaa zu enttarnen. Im Dienste des Jedi-Rates. Auf einen Verdacht von Meister Nomen Kar hin. Nomen Kar, das ist ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Lasst ihr mich im Dunkeln, alter Mann? Nomen Kar ist ein Jedi-Meister, der die Sith infiltriert hat. Ich konnte ihn stellen, doch er tötete mich beinahe und floh. Er will unbedingt beweisen, dass die Sith Spione in den Rängen der Republik und der Jedi haben. Ich konnte ihn stets abwehren, doch er ist hartnäckig. Wie konnte Nomen Kar meinen Spion auf Nar Shaddaa vermuten? Sag es mir, republikanischer Wurm. Was hat ihn alarmiert? Meister Nomen Kar hat einen neuen Padawan. Sie scheint das Wesen aller Lebewesen zu erkennen. Sie spürt versteckte Dunkelheit und ungenutzte Reinheit. Erstaunlich. Ich habe nie gehört, dass die Macht diese Gabe verleiht. Sag mir, wie ihre Kraft funktioniert. Ich weiß nur, als Meister Nomen Kar sie nach Nar Shaddaa gebracht hat, spürte sie Dunkelheit in eurem Spion, als sie ihn bloß angesehen hat. Das scheint mir weit hergeholt. In meinem Leben habe ich viele unwahrscheinliche Dinge gesehen, mein Schüler. Wenn diese junge Padawan-Schülerin Täuschung und Tarnung so leicht durchschauen kann, bedroht sie alles, wofür ich gearbeitet habe. Rede weiter, republikanischer Hund! Karl glaubt, dass die Fähigkeit seines Padawan unfehlbar ist. Doch der Jedi-Rat ist skeptisch. Ich sollte den Beweis liefern, doch ich konnte keinen Bericht erstatten. Wir müssen mehr über diese Padawan-Schülerin wissen. Ja, mein Schüler. Eine solche Gefahr darf nicht einfach in der Galaxis verweilen.
Wer ist diese Padawan-Schülerin, du republikanische Pest? Sag mir alles, was du über sie weißt. Man fand sie auf Alderaan. Ihre Kraft trat während der Ausbildung auf Tatooine in Erscheinung. Und Jedi haben einen anderen Agenten geschickt, um jemanden auf Balmorra zu untersuchen. Er wird ohnmächtig. Ist sie menschlich oder ein Fremdling, der Jedi? Wo kann ich sie finden? Wie heißt sie? Ich habe nichts. Nichts mehr. Der Brecher hat seinen Geist geleert. Mehr erhalten wir nicht. Nur ein paar zufällige Orte der Galaxis, an denen Nomen Kar und seine Padawan-Schülerin waren. Schickt mich, um diesen Padawan zu finden. Du bist ein Spiegelbild meiner Gedanken, mein Schüler. Nomen Kar ist ein rastloser Kreuzritter. Und diese Padawan-Schülerin mit ihren einmaligen Fähigkeiten bedroht alles, was ich erreicht habe. Deine Pflichten bringen dich wahrscheinlich in die entfernten Teile der Galaxis. Ich muss dich nach meinem Willen einsetzen. Du sollst ein eigenes Raumschiff erhalten. Du hast es dir verdient. Geh zu meinem privaten Hangar im Raumhafen und nimm es entgegen. Und ob ich es mir verdient habe, das ist lange überfällig, Barras. Ich bin es, der den Zeitpunkt solcher Sachen bestimmt. Ich muss über unseren nächsten Schritt nachdenken. Verschwende keine Zeit. Geh zu deinem Raumschiff in meinem Hangar und warte auf weitere Befehle. Ja, lasst uns verschwinden, bevor er mir noch sagt, ich soll hier sauber machen. Prioritäten setzen. Genau, auf jeden. Mir ist vor uns aufgefallen, wir haben dann ein kleines Problem. Und zwar, sobald wir auf dem Raumschiff sind, können wir die Fortschritte der anderen nicht mehr nachvollziehen. Ja. Huch, falsch. Müssen wir uns dann was überlegen. Also liebe Leute, leider wird es dann nicht mehr möglich sein, euch die komplette Story zu zeigen. Das wird dann praktisch so sein, wie wir es jetzt haben, wenn wir Hologespräche haben, die halt nicht allgemein sind. Ja, bloß die Hologespräche. Und hier die, Planetenanfangs- und Endsequenz. Wo wollt ihr hin? Mit dem Taxi? Wir haben noch jemanden. Dann müssen wir auch noch irgendwo zum Frachthafen. Ich glaube, da ist Home und Cast, da müssen wir nicht zum Hafen. Sorry. Ja, da muss unser Kopfgeldjäger halt mal kurz etwas warten. Der Kopfgeldjäger war mir doch plattenvoll. Der Neue, kommst du? Bitte, Tiere. Du lebst ja noch. Ein mandalorianischer Wichtigtuer mit Namen Taro Blatt hat rum erzählt, du wärst tot. Sie wollen den Kampf ohne dich beginnen. Ich kann es kaum erwarten, ihn sterben zu sehen. Damit wirst du bis nach dem Kampf warten müssen. Die anderen Jäger, die überlebt haben, sind schon drin. Rein mit dir. Bin gleich wieder da. So ist es recht. Hier rein? Jo. Hinten ist die Arena. Aufs Maul. Partytime. Der letzte Jäger, der noch auf den Beinen steht, nimmt an der großen Jagd teil. Ganz einfach. Alle Waffen sind erlaubt. Aber jeder kämpft allein. Keine Gehilfen. Und da kommt ein Nachzügler.
Ich hoffe, ihr seid bereit zu sterben. Es ist nicht erforderlich zu töten, aber erlaubt ist es durchaus. Jagdmeister, erweist ihr uns die Ehre? Wir haben alle von euren Eskapaden gehört, Jäger. Wenn ihr tot seid, werde ich vielleicht ein Lied über euch singen. Es muss aber etwas sein, wozu man tanzen kann. Abgemacht. Ich würde euch ja Glück wünschen, aber das wäre sinnlos. Also sage ich nur, lebt wohl. Genug jetzt! Ihr Jäger seid die Besten, die uns die Schläger und Verbrecherfürsten der Galaxis schicken konnten. Jetzt zeigt uns, wer von euch der großen Jagd würdig ist. Kämpft! Das wird lustig. Ach, das... Der Kampf ist vorbei. Ein Jäger ist geblieben. Das war ein ziemliches Spektakel. Muss ja. Höchst unterhaltsam. Wie fühlst du dich, Jäger? Gefühle sind etwas für Frauen und Kinder. Das hätte ich selbst nicht besser ausdrücken können. Jagdmeister... Das ist doch lächerlich. Also ehrlich, das muss sofort aufhören. Hat die Jagd etwa schon angefangen? Nein, nein! Bei der großen Jagd werden keine unerlaubten Tötungen geduldet. Seht ihr? Ein perfektes Beispiel. Ich protestiere gegen diese Farce. Diese Person... verdient es nicht, an der großen Jagd teilzunehmen. Seine kleine Gossenratte von einer Helferin hat ihm die Zeugnisse sicher gefälscht. Er verdient keine Ehre. Lügnerischer, betrügerischer, mörderischer Abschaum! Die Geschichte dieses Jägers ist uns bekannt, Blatt. Der Jagdmeister hat entschieden. Ihr Narren, das ist ein Ort der Ehre, ein Wettkampf für die Elite. Mandalore wird davon erfahren. Ich bin bereit, das sofort zu entscheiden. Und ihr? Es reicht. Bevor die große Jagd zu Ende geht, werde ich euren Schädel in meinen Händen halten. Die große Jagd ist gerade um einiges interessanter geworden. Verzeiht die Unterbrechung, Jagdmeister. Fahrt fort. Hast du begriffen, Jäger? Sagt mir nur, dass Taro Blood meine Beute ist. Wenn er es noch nicht ist, wird er es vielleicht noch werden. Du wirst Ziele in der ganzen Galaxis jagen. Mindestens ein anderer Jäger wird dieselben Ziele haben. Du musst nicht nur deine Ziele eliminieren, sondern auch die anderen Jäger. Scheint recht einfach zu sein. Deine Beraterin Christa wird dir alles weitere erklären. Sie erwartet dich schon. Ich finde Wookies toll mit ihrer umfangreichen Anzahl von Worten. Ja, die können sich gut ausdrücken. Das sind so redegewandt. Was für eine Abreibung. Die anderen Berater sind ganz schön neidisch auf deinen Sieg. Jetzt geht es weiter mit der großen Jagd. Du willst sicher erfahren, wer deine Ziele sind. Ich habe den anderen eine gehörige Abreibung verpasst. Ich weiß. Ich habe zwischendurch kurz reingeschaut. Sehr unterhaltsam. Also, es läuft so. Als erstes kriegst du ein Raumschiff. Ich will ein schickes Schlachtschiff mit einer kompletten Mannschaft. Du bist süß.
Völlig irre, aber süß. Im Schiffscomputer findest du 2 Holo-Aufzeichnungen mit den Infos, wen du jagen sollst und wo. Was macht Taro Blood in der Zeit? Das Gleiche. So läuft das bei der großen Jagd. Jedem Ziel ist auch ein 2. Jäger zugeteilt. Den musst du finden und auch ausschalten. Wenn wir Glück haben, ist Taro Blood vielleicht unser erstes Ziel. Jetzt zu deinem Schiff. Es gibt da eine Tradition für neue Jäger. Du musst dir eins stehlen. Ich merke schon, das wird ein Riesenspaß. So ist das Leben eines Jägers. Suchen wir jetzt das richtige Schiff für dich, ja? Verstehe. Ich weiß von einem, der einem dieser sogenannten Importeure gehört. Er ist schnell, fliegt sich gut und ist geräumig. Ich werde die Holo-Aufzeichnungen deiner Ziele für die große Jagd sammeln und sie dir übertragen, wenn du im Weltraum bist. Geh zum Raumhafen. Du musst an den Wachen vorbei, dir dein Schiff schnappen und dich dann auf die Hyperraumrouten schwingen. Mich juckt es schon in den Fingern. Immer noch? Du hast keine Pause mehr gemacht, seit du hierher gekommen bist. Du hast Ziele auf Balmorra und Nar Shaddaa. Ich wünsche dir viel Glück, Jäger. Danke, meine Kleine. Na da. Also ich soll noch nach Shaddaa. Einmal eins haben wir noch hier mit dem Frachthafen. Ja, ja. Ich habe noch kein Schiff. Edge. Alles wartet wieder auf einen. Der Heiler, der keinen Schaden macht, ich weiß. Hast dich also schon mit deinem neuen Titel abgefunden. Immerhin hat er einen Tank besiegt. Nach wie vielen Jahren? Wie lautet der Bestimmungswort? Wie viele Heilungen? Genug. Genießen Sie. Wo müssen wir hin? Castle die Innenstadt? Hoch. Ja. Ich glaube, ich bin eins zu weit geflogen. Ja, ich komme von der anderen Seite angerannt. Ja. Du hast da gleich 2 Quests drin, oder? Nö, eine. Mir wurden da 2 angezeigt gerade. Ich muss noch irgendwo hin, aber nicht in die Innenstadt. Nee, mir wurden 2 von dran angezeigt. Bundesmission. Chaosbeseitigung und eine kleine Unannehmlichkeit. Ach stimmt, das sind 2. Hä? Ich hab nur eine Quest. Also eine ist Bonus. Mhm. Eine kleine Unannehmlichkeit ist Bonus. Da müssen wir 10... Söldner um die Ecke bringen. Wartet ihr kurz ein paar Sekunden? Ich bin kurz hinter euch. No problem. 1, 2. Ich schlag dich bei nächster Gelegenheit. Wo wartet ihr? Guck mal. Spielzeug nur für dich. Wenn's für mich wäre. Die sterben so schnell, das kann man schon nicht mehr Spielzeug nennen. Hier steht noch einer? Ah, okay, ist vom Leck. Nö. Nee, der ist irgendwie dann plötzlich weggerannt. Ich führe gern nochmal die Aufgabe aus. Man soll sich anschleichen und etwas platzieren. Man soll Vollgas geben und alles töten. Ja, sehe ich genauso. Brauchst du noch Ads oder? Nö. Gut. Was? Ich hatte es gerade zurückgeportet. Aber ich konnte noch looten gerade so. Übelst unauffällig. Nur noch, dass er sich vor die Leute stellt und winkt.
Hört überhaupt nicht auf, wenn auf einmal einer wegrennt. War doch dezent, oder? Oh mein Gott. Hier, dir fehlt was. Aber am geilsten war immer noch die erste Szene, wo dich der eine Typ dort voll angeguckt hat und ignoriert. Das hatte was Besonderes. Hä? Angeguckt und ignoriert? In der ersten Szene, wo du hinter dem Kisten standest. Ach so. Wo der eine Typ dich voll angeguckt hat und dich voll ignoriert hat. Tja. Ich bin halt zum Ignorieren. Ja. Ach, du sollst wieder in die Entlarve, wa? Mhm. Aaron, wo musstest du jetzt hin? Ich muss... Er muss zum Raumhafen. Würde ich will zum Raumhafen, bist du noch. Ja. Ich nehme da mal die Schnellreise. Geh mir auch gerade ein. Aber jetzt bin ich echt. So, jetzt kann man auch fliegen. Ich warte dann mal auf euch. Kannst du aber mal das Buff-Knöpfchen suchen? Nö. Muss ich nicht suchen. Schön blöd. Falsch teleportiert. Was denn? Du hast nicht hingebaut. Ja, meine Map hat mir gesagt, in der Mitte, ich musste aber an den Rand. Finde ich überragend. Also dauert das jetzt eine Weile. Ja, ich bin noch unterwegs. Ich finde mein Jetpack immer noch viel geiler als diesen komischen Podracer hier. Herrlich. Ist der neu oder hast du den vorher schon? Hat schon. Hast du bei dir schon mal Steuerung und Z gemacht? Was denn da? Cool. Genau, bloß bei dem. Hast du drei Düsen? Ja, aber mehr bringt das nicht, oder was? Mehr Licht? Mehr Licht? Na, herzlichen Glückwunsch. Ich hab doch noch mehr. Geht das wirklich nur bei dem Fahrzeug? Ein anderer ist mir noch nicht aufgefallen. Nee, bei dem passiert nichts. Und wo seid ihr? Wir warten vorm Eingang auf dich. Bei dem passiert auch nichts. Schade. Und die anderen Mounts habe ich nicht bei dem. Was hat was? Deine Spielereien. Die Frage ist, wo bist du? Das ist die Frage, die ich mir auch gerade so gestellt habe. Auf Trum und Kass oder bist du im Raumhafen? Ja, also im Raumhafen. Hast du mich nicht geportet in... Wir müssen nochmal in die Zitadelle. Mittlere. Nee, in der, die rechte. In die rechte. Ja, ich bin schon unterwegs. Wenn du bei mir noch am Raumhafen stehst. Ne, wie gesagt, ich hab mich etwas falsch teleportiert und muss doch was mit mir zu euch. Scheiße. Ohne Worte. Sunny droht. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Macht halt einen kleinen Schnitt rein. Nö. Legen Sie wohl. Es wird alles aufgenommen. Da müssen unsere Zuschauer durch. Okay. Genau. Und da klatscht einer. Vor allem, was habt ihr gemacht? Ihr habt ich doch nicht. So rum, ja? Ihr habt doch nicht Slash Dance gemacht, oder? Nee, du kannst oben beim
Chat auf dieses Symbol über dem Hoch und runter gehen und dann tanzen, dann hast du noch vier andere Tanzsachen zur Auswahl. Coole Sache. Mit Vollgas hinein. Oh, je nachdem, wie viel du halt freigeschalten hast. Ich habe theoretisch alle, ich habe mich immer schon gefragt, was die bringen. Da kann man tanzen, wenn man tanzen freischaltet. Tänze. Ich habe drei freigeschalten. Ich habe auch drei frei. Huhn! Oh, ich will Huhn haben. Wo ist der Kartellmarkt? Nein. Nicht wieder. Ach komm. Fandest du nicht diese eine Quest in einem ungenannten anderen Spiel geil? Tanze dreimal mit einem Huhn. Hä? Ja, genau. Vor allem, weil das nur alle 20 Mal gezählt hat. Ja. Willkommen zurück, Agent. Ausgezeichnete Arbeit da draußen. Ausgezeichnet. Der Mausdroide hat den Inhalt des Schiffscomputers übermittelt, Sir. Ich schicke das Militär hin, um die Aufständischen einzukassieren. Wenigstens etwas, das heute gut gelaufen ist. Das Schlimmste scheint vorüber zu sein, aber erwartet erst einmal keine Ruhe. Ich glaube das nicht. Alles, was passiert ist. Glaubt es lieber und gewöhnt euch dran. Wir werden noch lange mit den Konsequenzen zu kämpfen haben. Nach Yadus Tod wird es einen Kampf um das entstandene Machtvakuum geben. Wir werden mit einer Hand unsere eigenen Leute abwehren und mit der anderen Terroristen aufspüren müssen. Aufseher, ich empfange eine Übertragung. Jemand sendet eine Holo-Aufzeichnung an das gesamte imperiale Kommunikationsnetz. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Zeigt sie uns, Wächter 2, und macht die Quelle ausfindig. Bürger des Imperiums, hier spricht der Adler. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Regierung korrupt ist. Als der Imperator den Vertrag mit der Galaktischen Republik unterzeichnete, versprach man uns eine neue Ära des Ruhmes, wie zu Zeiten der ersten Sith-Dynastie. Stattdessen hat unser Imperium gelitten. Apathische Moffs und boshafte Lords im Rat der Sith ringen um die Macht, während Soldaten in namenlosen Sternensystemen für wertlose Planeten sterben. Typische Terroristenrhetorik. Wächter 2 sucht weiter, woher die Übertragung kommt. Die anderen öffnet sämtliche Unterlagen, die wir zu diesem Adler haben. Weckt mich, wenn er etwas Interessantes von sich gibt. Wir hören seit Jahren Gerüchte über den Adler, aber wir hätten nie gedacht, dass er zu etwas so Großem imstande wäre. Ein weiterer Fehler. Wer sich für die Reform ausspricht, wird vom imperialen Geheimdienst entführt und gefoltert. Das darf so nicht weitergehen. Das Logistikministerium kann das Signal nicht blockieren. Das ganze Imperium empfängt diese Nachricht. Soeben hat eine Gruppe entschlossener Revolutionäre ein imperiales Schlachtschiff zerstört. 3000 Seelen waren an Bord, darunter Darth Yadus, ein Lord vom Rat der Sith. Wir entschieden, öffentlich gegen Darth Yadus vorzugehen, damit jeder imperiale Bürger die Wahrheit erfährt. Der Rat der Sith ist nicht unverwundbar. Die Veränderung ist möglich. Wir bereuen das Opfer so vieler Zivilisten, doch es war notwendig. Das Imperium kann dieses bedeutsame Ereignis nicht verleugnen. Der imperiale Geheimdienst kann diesen Aufruf nicht verhindern. Komm zum Punkt, verdammter Dreckskerl. Worauf willst du hinaus? Ich zweifle daran, dass er etwas Sinnvolles sagen will. Jetzt kommt es. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer besseren Zukunft. Überall im Imperium bereiten unsere Agenten schon einen weiteren Schlag vor. Und noch einen. Wir werden nicht aufhören, bis die Regierung Stärke statt Schwäche wählt, Einheit statt Zwietracht. Wir werden der Wut des Volkes Ausdruck verleihen. Hier spricht der Adler. Übertragung beenden. So, der Feind hat also einen Namen. Kommt ihr damit klar, Agent? Name hin oder her. Er ist ein toter Mann. Da sind wir uns einig. Wir haben heute Fehler gemacht. Wir haben den Adler unterschätzt. Wir waren zu langsam bei dem Versuch, die Aufständischen zu stoppen. Wir nahmen an, der Tempel sei das einzige Ziel der Terroristen. Aber ihr habt alle Erwartungen erfüllt und übertroffen. Ihr habt gezeigt, dass ihr mit diesen Leuten fertig werdet. Und ihr werdet uns nun den Weg zeigen. Schön, dass jemand meine Talente zu schätzen weiß. Versucht ausnahmsweise professionell zu klingen. Ihr werdet die Operation anführen, um das Netzwerk des Adlers zu zerstören. Ihr werdet seine Terroristen durch Infiltration, Manipulation und Attentate eliminieren.
Ich teile euch einen Rang und eine Bezeichnung entsprechend eurer neuen Stellung zu. Ihr habt keinen Namen mehr. Von nun an seid ihr nur noch Ziffer 9. Wieso denn Ziffer? Ziffern haben kein Gesicht. Sie gehen dorthin, wo sie gebraucht werden und sind, wer sie sein müssen, um den Auftrag zu erfüllen. Ich gratuliere Ziffer 9. Das habt ihr euch verdient. Ziffer 9, ja? Irgendwie niedlich, aber ich glaube, ich nenne euch trotzdem Agent. Zum Rang gehören gewisse Privilegien wie ein Maß an Unabhängigkeit bei euren Operationen. Ihr könnt eigene Agenten rekrutieren und ihr werdet ein Raumschiff erhalten. Wächter 2, ihr bleibt die Verbindung zur Basis für Ziffer 9. Ich nehme doch an, das stellt kein Problem dar. Kein Problem, Sir. Ich bin froh, weiterhin dabei zu sein. Gut. Fangt an, die Berichte zu kürzlichen Aktivitäten der Aufständischen zu analysieren. Ich will binnen einer Stunde eine Liste aller möglichen Terrorzellen. Warte, da hinten hält ein Tisch. Der Adler behauptet, in der ganzen Galaxis Agenten zu haben. Wenn das stimmt, werdet ihr viel herumreisen müssen. Es gibt Schlimmeres, als neue Planeten zu entdecken. Allerdings. Euer Raumschiff liegt im Raumhafen. Es wurde überholt und aus den öffentlichen Aufzeichnungen gelöscht. Wächter 2 wird euch mögliche Standorte des Adlers und seines Netzwerks übermitteln. Sucht die Ziele in beliebiger Reihenfolge auf. Noch irgendwelche letzten Anweisungen oder war es das? Nehmt euch vor diesen Leuten in Acht, Ziffer. Die Zerstörung der Dominator war keine leichte Sache. Der Mord an Darth Yadus war einfach undenkbar. Aber das ist unser Beruf. Tut, was nötig ist. Viel Glück. Ist doch mal eine Aussage. Genau. Jo. Gut, also ich muss jetzt auch zum Raumhafen. Na dann, Schnellreise, wa? Wir warten dann auf Aaron. Tempel der dunklen Macht, Aaron. Nicht laut gerade ans Anwesen, ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. So, wie wollen wir es jetzt machen? Treffen wir uns dann auf der Flotte wieder, oder? Ja, also ich habe im Moment nur die Quest, dass ich nach Nar Shaddaa reisen soll. Und keine andere, aus irgendeinem Grund. Was, nach Nar Shaddaa? Ja. Bei Mora? Nein, Nar Shaddaa. Es kann sein, dass ich die anderen noch krieg, wenn ich jetzt noch aufs Schiff komme. Das muss ich gucken. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal alle auf unser Schiffe und gucken, was Phase ist. Genau. Und gucken, ob wir irgendwie das auch zusammen machen können? Ich glaube nicht. Auf den Schiffen könntest du mit aufs Schiff gehen, aber... Das wäre ein ewiges Hin- und Her-Geswitche. Genau. Also nehmen wir alle unsere Schiffe und treffen uns auf der Flotte dann, sozusagen. Genau. Ja. Oh, Video. Mein Raumschiff. Es ist wunderschön. Nicht. Meins ist cool. Ach, richtigen Begleiter wiederholen hier. So, ich flieg dann mal vom Planeten weg. Hat da nicht gefallen, ich hab noch einen kleinen Fall zu machen. Wahrscheinlich auch. Da habe ich ja ein bisschen Luft, um dann oben erstmal mit meinem Gefährten reden zu können. Und schon mal die nächste Mission annehmen zu können. Also ich finde nach wie vor das Agentenraumschiff am coolsten. Nee, Sith Infiltrator. Ist Agent und Kopfgeldjäger nicht das gleiche? Nein. Nein? Okay.